Willkommen beim Tutorial Tiberium-Felder des Command & Conquer World Builder für Tiberium Wars. Ich möchte in diesem Tutorial ausschließlich auf Tiberium-Felder eingehen. Beginnen möchte ich mit dem funktionellen Teil, also dem nachwachsenden Kern. Diesen finden wir unter Place Object, bei Native Type, Neutral, Misc Natural, Tiberium Field für ein grünes Feld oder Tiberium Field Blue für das etwas stärkere blaue Feld. Der Aufbau und die Funktion ist bei beiden Feldern gleich. Zuerst setzen wir den Kern an unsere gewünschte Stelle. Die erscheinende Meldung klicken wir mit OK weg. Jetzt können wir entweder rechtsklicken oder wir klicken auf Select and Move. Wenn wir jetzt unser Objekt anwählen, beginnt dieses zu blinken. Jetzt können wir in unserem Extrafenster unter Tiberium die Werte des Feldes einstellen. Bei Radius können wir den Radius, also die Größe des Tiberium-Feldes, einstellen. Sollte der Radius des Tiberium-Feldes nicht angezeigt werden, dann finden wir diese Einstellung unter View, Influences, Show Tiberium Field Radius. Hier können wir einstellen, wie viel Tiberium maximal auf unserem Feld liegen kann. In der dritten Zeile können wir einstellen, wie viel Tiberium zu Beginn des Spiels auf dem Feld liegt. Ebenfalls interessant ist die Resolution, also die Auflösung des Feldes. Dies entscheidet, ob die Kristalle näher beieinander liegen und sich ein volleres Feld ergibt oder ein weit gestreuteres Feld mit mehr Abstand zwischen den Kristallen. Der letzte wichtige Wert ist die Growth Rate. Dies bedeutet, alle wie viele Sekunden ein Tiberium-Kristall unseres Feldes nachwächst. Wenn wir diesen Wert verkleinern, wächst unser Feld schneller nach und ist somit stärker. In diesem Fall würde jetzt alle 20 Sekunden ein Kristall des Feldes komplett nachwachsen. Jetzt würde unser Feld bereits funktionieren. Die weiteren Schritte sind nur zur Optik. Um den Kern optisch zu füllen, gehen wir auf Large Tile, Visibility, Not Visible. Stellen die Pinselgröße auf den kleinsten Wert 1 und können jetzt den Kern füllen. Um sehen zu können, ob wir unseren Kern vollständig gefüllt haben, können wir die mittlere Maustaste oder das Mausrad drücken und durch Bewegen der Maus unsere Ansicht wieder drehen. Mit der rechten Maustaste können wir unsere Ansicht verschieben. Durch Doppelklick auf die mittlere Maustaste oder das Mausrad kann die Ansicht wieder auf den anfänglichen Standardwert zurückgestellt werden. Um jetzt noch den Hintergrund unseres Tiberium-Feldes einzeichnen zu können, gehen wir wieder auf Large Tile, Textur, wählen unsere gewünschte Textur aus den 5 Unterkategorien, zum Beispiel unter Misc, eine der Tiberium-Texturen, und können jetzt nach Einstellen unseres Pinsels mit der entsprechenden Größe unser Feld füllen. Über den Kern können wir malen, da die im Kern eingezeichnete Textur im Texturmodus nicht übermalt werden kann. Wenn wir mit dem Einzeichnen unserer Textur soweit fertig sind, können wir mit dem Auto Edge Out Tool unsere Textur wieder anpassen. Und damit wären wir auch schon am Ende des Tutorials Tiberium-Felder. Alle weiteren Themen findet ihr in den anderen Tutorials auf www.conquers.de.